Ja, toll. Ganz vielen Dank für die liebe Einführung und ganz spannend von Dr. Lodwig hier die Testseite zu hören aus der Perspektive der Privatindustrie. Und das ist in der Tat auch bei mir ein Thema. Also wir machen die Forschung der globalen Gesundheitsinterventionen und sind sozusagen die angewandte kausale und ökonomische Forschung, wie man Interventionen aufbaut, interessiert uns. Und wir machen dazu eben die Wissenschaft. Wir sind also ganz stark im Wissenschaftssektor und auch nur da, aber arbeiten sehr gerne auch mit der Privatindustrie und mit vor allem mit Regierungen und Non-Governmental Organizations zusammen weltweit. Und machen das seit 20 Jahren und das Institut gibt es seit 62. Aber natürlich jetzt in der Covid-Pandemie machen wir auch diese Art der Forschung zu Covid. Und dazu habe ich jetzt einige Beispiele. Was für mich hier sehr spannend ist, dass es erstmal global, international ja diese großen Unterschiede gibt, die und leider auch für Medical Nationalism, Nationalismus, der begründet ist, wir sind besser als die anderen, weil wir bessere Testraten haben oder geringere Sterblichkeitsraten. Und das ist natürlich vollkommen die falsche Denke hier. Es geht hier darum, voneinander zu lernen und es gemeinsam besser zu machen in der Zukunft. Es ist aber in der Tat so, und es ist nicht nationalistisch gemeint, dass Deutschland es sehr gut gemacht hat, insgesamt, natürlich auch mit vielen Caveats. Und hier ist eine Sicht, haben wir gerade veröffentlicht, im Annals of Internal Medicine, auf die Sterblichkeitsraten in verschiedenen, vor allem High-Income-Countries, China ist auch dabei. Und wir sehen hier dieses große Gefälle, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen in der Presse, dass Deutschland eine der geringsten Mortalitätsraten hat, also gegeben, dass eine Person positiv ist, wie wahrscheinlich ist, dass man an der Covid-Erkrankung verstirbt. Und hier ist die Case-Fatality-Rate, also die prozentuale Sterblichkeit unter 1% bei Deutschland, erstmal in diesem rauen Vergleich. Und jetzt haben wir nur was ganz Simples hier gemacht, sind damit aber in eines der größten Journals in unserem Feld gekommen. Wir haben die Altersunterschiede in der Pandemie, in der epidemischen Verteilung hiermit aufgenommen. Deutschland hatte da etwas Glück, das war die Story und wir testen diese Hypothese sozusagen, dass die Epidemie anfänglich von sehr gesunden und relativ jungen Leuten, nämlich den Skifahrern, die aus Italien zurückkamen, nach Deutschland gebracht wurde, die natürlich jetzt auch relativ gesunde und junge Netzwerke haben, sodass die Pandemie in Deutschland jung und gesund war erstmal und nicht alt und multimorbid. Und jetzt also nehmen wir aus diesem Vergleich international der Case-Fatality-Rates heraus die Altersverteilung. Und wir sehen, dass jetzt immer noch ein großer Gradient hier bleibt. Deutschland gehört noch immer zur Spitzengruppe, aber der Gradient schrinkt etwas und wird vielleicht von 1 zu 10 zu 1 zu 4. Und das ist schon wichtig, das zu sehen. Also die Faktoren, die am Ende solche nationalen Erfolge erklären, können zufälliger Art sein, können natürlich aber auch tief in den Strukturen und den Gesundheitssystemansätzen des Landes liegen. In Deutschland sind da bestimmt einige unserer Strukturen sehr gut und haben gut funktioniert, trotz Kritik, wir wollen immer besser werden. Insgesamt ist da wahrscheinlich vieles, was auch bei uns im System stimmt. Und trotzdem können wir voneinander lernen und es immer noch besser machen. Und als Public Health Forscher ist für mich spannend, wieso diese alten großen Funktionen der öffentlichen Gesundheitsversorgung hier jetzt wieder und neu entdeckt werden und in neuen Gewändern wieder auftauchen. Und ich habe jetzt Beispiele für diese drei Detection. Das ist natürlich das Screening und das Testen, wie auch Dr. Lodwig erzählt hat. Ganz spannend hier die Sicht des Privatsektors zu sehen. Und ich biete dagegen oder damit die Sicht der Wissenschaft. Und wir haben da natürlich so vielleicht 5 große Körbe der Methodik, um hier Einsichten zu gewähren. Und eine Methodik ist das mathematische Simulieren. Und hier haben wir einfach mal geschaut, wie ist das, wenn man die
clustered nature, also die Natur, das hier zusammenhängt, die Pandemie, die ist oft in kleinen Unterbevölkerungen stärker. Die nächste Welle, die das nächste Hervorkommen eines Pandemieansatzes wieder, das ist ja erstmal in kleinen Kreisen und nicht zufällig verteilt, in der gesamten Bevölkerung nicht gleichmäßig verteilt, sondern geografisch und in sozialen Netzwerken geclustert. Und hier haben wir simuliert in einem Artikel, gerade im Bulletin of the World Health Organization veröffentlicht, wo wir uns anschauen, was man gewinnen kann an Ressourcen, wenn man diese geclusterte Natur der Pandemie ausnutzt für seine Screening- und Testing-Ansätze. Wir brauchen und da sind natürlich die Tests und die Testverfahren ein Element. Wir brauchen aber auch die Public Health Ansätze, wie wir es tun. Und eine Dimension der Variation solcher Ansätze ist, wie man die geclusterte Natur der Pandemie ausnutzt für effizienteres Testen, was den Ressourceneinsatz angeht. Und wir machen das im Augenblick mit zwei größeren Grants. Einmal von der Europäischen Union, das ist das European and Developing Country Trials Partnership. Da leiten wir mit der Aga Khan-Universität in Kenia und der WITS-Universität in Afrika zusammen große Screening-Studien in Kalifi und in Mpumalanga in Südafrika und Kenia. Und wir machen es auch zusammen in einem großen Netzwerk aus Forschern mit vielen Public Health Kolleginnen und Kollegen in Deutschland dabei, mit einem Arbeitspaket, das wir in Heidelberg leiten, wo es beim BMBF, dem Bundesministerium für Forschung und Ausbildung, Education and Research, darum geht, wie man ressourceneffizient screenen kann in der deutschen Routineversorgung. Und diesen zweiten Grant, den wir aus Heidelberg leiten, in dieser Region hier, Rhein-Neckar, Ludwigshafen ist da auch dabei, machen wir folgenden randomisierten, kontrollierten Versuch. Wir haben also hier mit dem Gesundheitsamt in Heidelberg erarbeitet vier Ansätze, die zum einen wiederum das Clustering hier ausnutzen, zum anderen ein Pre-Screening-Tool einführen. Es sind also vier Arme, die kleinen Communities, die hier mit dabei sind, die Gemeinden werden diesen Armen zufällig zugeteilt und wir wollen jetzt erfahren in den Messungen, wie sich die Kenngrößen des Erfolgs des routinemäßigen Screenings und ihre dafür aufgewandten Ressourcen verhalten. Also wir haben quasi einen randomisierten, kontrollierten Versuch. Das wird für viele hier aus der Gesundheitsökonomie spannend sein mit einem registrierten und prä-spezifizierten Endpunkt der Kosteneffektivität am Ende, wo wir empirisch die Kosten messen pro Person und die Erfolge, wie viele Leute machen mit, wie viele Leute werden getestet und wie schnell und wie viele der Positiven werden entdeckt durch die verschiedenen Ansätze. Es unterscheiden sich hier also die Ressourceneinsätze wahrscheinlich sehr dramatisch aufgrund dieser zwei Dimensionen, die wir variieren, wie wir mit der geclusterten Natur der Infektion umgehen und wie wir auf der anderen Seite ein Pre-Screening machen, bevor man testet, durch einige Fragen, die Leute im Internet ankreuzen und dann entweder ein Test angeboten bekommen aufgrund der Antworten oder nicht. Die zweite große Public Health Funktion, die natürlich ganz klassische Beispiele hat, ja, wir denken an die Lepra-Inseln in Italien und die Pestquarantänen im Alter der Pest, also die Isolierung, die Quarantäne, das soziale Distanzieren kommt dazu. Das ist ein ganz altes Wort in der Public Health Geschichte, die soziale Distanzierung und ist klassischerweise eher die Quarantäne und die Gemeinschaftsisolierung. Und hier haben wir schon sehr früh schon ganz am Anfang dieses Jahres, in dem wir jetzt stecken, mit den chinesischen Forscherinnen und Forscherkollegen zusammengearbeitet, besonders Professor Wang, der in China die Fangzhang Shelter Hospitäler in Wuhan eingeleitet und also konzipiert und aufgestellt hat. Und wir haben hier zusammengearbeitet und in einem Artikel im Lancet schon im Februar hier berichtet, was andere Länder für Lösungen wählen und wie diese Lösungen eben aufgestellt sind, was die für Vorteile und Nachteile haben, wie man es machen kann. Das heißt nicht, dass es überall so klappt, aber in China war das für Wuhan ein Teil des
relativ guten Erfolges nach dem anfänglichen Verzögern des Einsatzes. Und Professor Wang aus Beijing ging nach Wuhan und hat dort mit den lokalen Kolleginnen und Kollegen und auch zentralen Kollegen diese Fangzhang-Shelter-Hospitäler entwickelt als Konzept, die auf ganz alten öffentlichen Gesundheitswesensstrukturen aufbauen und Funktionen und die aber neu und radikal zusammenführen hier. Wir haben die Isolierungsfunktion, es wurden hier große Stadien und Ausstellungsräume eben umfunktioniert, mit Betten versehen, mit Ärztinnen und Ärzten und Krankenschwestern versehen, dass man eine rudimentäre medizinische Versorgung machen kann für die Massen derjenigen, die bekannt sind als positive, die aber entweder asymptomatisch sind oder vor allem, das ist zwar der häufigste Fall, mild und moderate Symptomatik aufweisen, die also keine komplexe Versorgung brauchen, keine Intensivstation, keine Beatmungsgeräte, die man noch also mit einer Baseline-medizinischen Versorgung gut in den Griff bekommt und natürlich immer monitort und sieht, wenn jemand sich verschlechtert, vielleicht nach einer Woche Aufenthalt in dem Fangzhang-Shelter-Hospital, dass er ganz schnell abwärts überwiesen werden kann in gute tertiäre Versorgung. Und dieses Modell hat Vorteile und hat Nachteile. Es ist auf jeden Fall ein spannendes und wird auch in vielen anderen Ländern jetzt so eingesetzt, vor allem in Asien, aber auch im Mittleren Osten und ist auch für Deutschland durchaus etwas so, wenn man nachdenken könnte. Ein Grund, den ich hier sehr überzeugend finde, ist, dass die Isolierung in der Familie, wir wissen das jetzt wirklich aus den epidemiologischen beschreibenden Daten, was wir damals, als wir den Artikel geschrieben haben, schon etwas ahnten, noch nicht ganz genau so wussten oder so stark wussten wie jetzt, dass die Infektionen vor allem sich in Familien abspielen. Und es ist natürlich ein Risiko, dass, wenn wir positiv sind, wir unsere Verwandten, unsere Familienangehörigen infizieren. Und da könnte die Möglichkeit sein, in ein Hotel zu gehen, wo nur Positive sind oder eine andere Institution, aber mit einer sozusagen lebens- und rudimentären Versorgung könnte ein Alternativmodell sein, was uns diesen psychologischen Druck nehmen würde, dass wir möglicherweise unsere alte Mutter oder einen älteren Vater anstecken, dann mit auch erhöhter Gefahr für das Leben der geliebten Person. Und das hier sind die Zahlen aus Wuhan, wie sich das entwickelt hat. Das war die einzige Stadt, wo diese Fangzhang-Shelter-Hospitäler wirklich so eingesetzt wurden in China. Und wir sehen hier, dass also zum Peak die Zahlen, das sind diese hellblauen Balken, so 12.000 Menschen da drin war. Die Kapazität ist angestiegen. Das sind die Höhen der blauen Balken insgesamt. Die dunklere Schattierung in diesen blauen Balken ist die freie Kapazität. Und es kam eben immer mehr online, insgesamt 15 ungefähr. Und dann unterhalb der X-Achse diese roten Balken, da sehen Sie die Menschen, die jetzt also zum einen mit schwereren Symptomen ganz schnell dann in die tertiären Hospitäler überführt wurden, wo Intensivstationen und Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Und die roten, die dann nach Heilung und Genesung wieder in die Gemeinschaft entlassen wurden. Und Sie sehen da die Zahlen, die natürlich sich ausbalancieren. Am Ende wurde das geschlossen im März, weil es nicht mehr notwendig war in Wuhan, weil in ungefähr einem Monat die Stadt Wuhan das im Griff hatte, was natürlich der Ursprung der Pandemie war. Und wir haben uns auch angesehen mit den chinesischen Routinedaten, und das sind frühe Daten, das kann sich ändern, diese Sicht, was aber eine Form des Lockdowns, die eben in China hier zum ersten Mal auf der Welt praktiziert wurde. Der erste Lockdown war in China und es war eine Verlängerung des klassischen der Frühlingsfestferien, wo ja die größte Migration der Welt stattfindet. Menschen, die aus allen Landesteilen Chinas zurückkommen in ihre Heimat und dort bei Eltern und den Verwandten sind, um gemeinsam das Frühlingsfest zu feiern. Und die Verlängerung war wahrscheinlich eine gute Idee. Sie hat aber wahrscheinlich nicht die Pandemie fundamental eingedämmt. Sie hat nur China und auch der Welt hier Zeit gekauft. Und wir sehen hier mit diesen schwarzen Punkten, und es ist ein kalibriertes mathematisches Modell, in dem wir hier also vorhersagen, was wäre gewesen, wenn wir länger diese Ferienverlängerung gehabt hätten, wenn die früher begonnen hätten. Das hätte sehr viel gebracht. Also es ist in der Tat so, was wir auch sehen im europäischen Vergleich,
umso früher man eingreift, umso dramatischer ist die Wirkung von Lockdown und sozialen Isolierungspolitiken. Also das zeigen wir hier auch. Das hätte noch besser sein können in China, aber es hat der Welt eine starke Verzögerung gekauft. Und jetzt die letzte und dritte Staatsfunktion, aber natürlich müssen wir alle mitmachen, das Motivieren der Menschen, dass sie sich an so alltägliche Verhaltensänderungen halten. Und hier haben wir mit Maya Adam von Stanford als ein Beispiel, und das ist wirklich ein globales Beispiel jetzt und internationales, ein Education and Entertainment Video getestet, das Maya produziert hat. Und dann hier auf den großen Plattformen YouTube, Instagram, Facebook, Twitter innerhalb von 10 Tagen von 1,2 Millionen Menschen gesehen wird. Und wir haben das in einem randomisierten, kontrollierten Versuch getestet. Leute in 3 Arme verteilt, die jetzt online entweder das Video sehen oder es nicht sehen oder ein Attention Placebo Control bekommen. Das ist ein Video, das einen völlig anderen Inhalt hat. Und unsere Hauptinteressenspunkte hier, unsere primären Endpunkte sind das Wissen zu Covid-19 und die Verhaltensmotivation, sich nach diesem Wissen gemäß zu verhalten, richtig zu verhalten. Und das Erste, was wir finden, und wir machen inzwischen 2 weitere Trials zu diesem Thema mit ganz anderen Covid-19 Education und Entertainment Videos, wieder um online eben Menschen zu motivieren. Das Wissen war enorm hoch. Also auch im Kontrollarm wusste fast jeder fast alles. Und trotzdem konnten wir durch das Video noch signifikant ein bisschen, ja, da ist also ein Ceiling-Effekt, wenn alle schon alles wissen, kann nichts wirksam sein, um dieses Wissen zu vermehren, aber diese kleinen Lücken, die bestehen, haben wir dann doch noch signifikant schließen können. Und das ist sehr gut zu sehen. Und die Videos, die wir jetzt testen, das sind große Versuche, 15.000 Leute waren hier dabei bei diesem ersten Versuch, die sind sehr viel, sagen wir mal, prekärer und sehr viel weniger alltäglich, was das Wissen und die Motivation angeht. Hier geht es darum, wie Kinder auch damit umgehen, dass sie jetzt eben aufwachsen in einer teil- oder stark isolierten Situationen, weniger Schule, weniger soziale Netzwerke in vielen Ländern der Welt. Dieses war hier in Spanien, UK, USA, Frankreich, Deutschland, dieser Versuch, Mexiko. Und wie man auch auf die Impfung, die hoffentlich kommen wird in den nächsten Monaten oder Jahren, wie man hier vorbereiten kann und diese sehr besorgniserregenden ersten Ergebnisse aus großen Studien, die zeigen, dass jetzt schon, bevor es die Impfung gibt, eine vorausgesetzte Impfmüdigkeit in vielen Bevölkerungen besteht. In den USA habe ich gestern an CNN gehört, irgendwie 50% der Leute sind hier sehr zögerlich, sich also bereit zu erklären, impfen zu lassen. Jetzt in diesem Vorausblick, es wird eine Impfung geben. Also insgesamt denke ich, die Forschung kann hier beitragen. Ganz stark natürlich diese Art der Forschung, die wir schon immer machen, ist auch hier sehr gut anwendbar, um diese Ansätze, die gemacht werden mussten, die aber durch Forschung begleitet werden können, sodass wir zusammen Forschungssektor, Regierungssektor, Privatsektor lernen, was funktioniert und wie kann man es noch besser machen. Und es gibt die Erfolge, und das sind Public Health Erfolge, und es gibt die Misserfolge. Und das sieht man im internationalen Vergleich, aber auch im lokalen. Eine Forschungsfunktion, die wir gerne machen und gut können, habe ich jetzt nicht gezeigt, das ist so die Designforschung, dass wir eben mit Gesundheitsamt oder Regierung oder auch den Menschen wie Sie und ich zusammen die Sache gestalten. Wie soll es aussehen? Wie soll man an das Testen herangehen? Wo soll das stattfinden? Wer soll kommen? Jemand Junges, ein Medizinstudent, jemand Älteres, der viel Erfahrung hat. Und dann natürlich die kausale Wirkungsforschung. Und da habe ich hier das Beispiel der randomisierten, kontrollierten Studie gezeigt. Und wir machen weitere, aber auch das quasi experimentelle Forschen machen wir jetzt mit 2 großen EU-Grants, bei denen wir dabei sind, das Share Network, dieses Netzwerk der Alterskohorten, die wir in Europa haben, ausnutzen, um zu sehen, was die kausalen Wirkungen der Pandemie, aber auch der Intervention auf die sozialen Faktoren, die uns hier interessieren, und die Ökonomie sind. Und natürlich ganz wichtig, am allerletzten Ende hier geht es um eine gute Balance auch zu den Ressourcen, was wiederum für die Gesundheitsökonomie das Thema ist. Und die können wir auch kausal messen natürlich in diesen randomisierten, kontrollierten Studien und in den Quasi-Experimenten und simulierend. Ich würde mich freuen, wenn Sie an uns denken mit Ideen und Initiativen. Meine E-Mail-Adresse ist da und unser neues Logo
Vielen Dank. Haben Sie konkret eine Sache, wo Sie so sagen, okay, das wäre es, wenn wir das anwenden, dann kämen wir da noch mal einen Schritt weiter voran? Also eine Hoffnung wäre, dass die Regierungen noch mehr einsehen, dass Forschung, auch diese Forschung in der Gesellschaft ist, und hier auch durchaus mit den Forschern zusammenarbeiten, um die Variation, die es ohnehin gibt, in wie man es macht, die aber sozusagen lokal unterschiedlich, aber nicht richtig zufällig ist und nicht gesteuert ist. Also hier könnte man durch wahrscheinlich ganz marginales mehr tun, könnte man sehr viel mehr noch erwirken in unserer Fähigkeit zu lernen. Ja, also das ist ja diese Situation, dass die Pandemie jetzt ganz rasch kam und Länder zum Teil gelernt haben voneinander, zum Teil nicht, aber dieses Lernen war immer informal. Und die Wissenschaft hätte von vornherein schon mit dabei sein können, noch mehr, als sie es schon war. Sie ist es immer und Wissenschaft ist unabhängig und sie macht es von sich aus. Aber da noch früher zusammenzuarbeiten, wäre wahrscheinlich gut, auch jetzt für die nächsten Wellen und die nächsten Ansätze, die es geben wird, das eben mit begleitender Forschung noch stärker zum Lernen zu führen. Und als Beispiele, glaube ich, wo wir hier jetzt schon lernen, so in den Ländervergleichen, ist das durchaus, da kommen jetzt so einige Erkenntnisse, die eben in vielen Ländern wiederkommen, dass das frühe Einsetzen eines Lockdowns das stringent macht, dass das sehr viel bringt. Das sind ja exponentielle Verläufe. Das ist nur eine ganz simple Sicht jetzt. Die stimmt nicht immer und überall. Das hängt sehr von ganz vielen Faktoren ab, wie die Bevölkerungen aufgebaut sind in ihrer Struktur. Ja, wie geclustert, wie eng zusammen, wie weit auseinander, wie viele Kontakte, wer mit wem zusammen Kontakte hat. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Unterschiede. Soziale Isolierung ist vielleicht die Norm für einige Menschen, die im hohen Alter in Deutschland und vielleicht etwas weniger die Norm in Italien. Für ältere Menschen. Also solche Faktoren sind wichtig und das müssen wir noch viel mehr im Detail verstehen. Aber es gibt so einige stylized Facts, die so herauskommen jetzt. Also das frühe Eingreifen und das fast, kann man sagen, radikale Eingreifen. China ist fast schon ein Wunder jetzt, dass es nicht wieder zu weiteren Ausbrüchen gekommen ist, die groß sind. Es kamen mal so einige kleine, von denen man gehört hat. Also das ist schon sehr erstaunliche Leistung, die natürlich auch mit starker technologischer Unterstützung, die hier bevölkerungsüberfassend wahrscheinlich eingesetzt wird, erreicht wurde. Ja, genau, weil, hallo, ich fand den Vortrag hochspannend, also wirklich, also auch diese Modellierungen, und vor allem auch die Aspekte, die Sie rausgegriffen haben. Meine Frage geht jetzt tatsächlich dahin, weil es auch so eine Überlegung ist, die so bei mir im Kopf schon längere Zeit rumspukt, was Sie da von China berichtet haben. Also dass man im Prinzip eben auch an sich die leicht Erkrankten, die jetzt nicht stationär aufgenommen werden, also die keine stationäre Behandlung brauchen, aber dass man die sozusagen raus aus der Familie geholt hat. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich denke, weil das sehen wir ja jetzt auch, dass gerade die Familien ja oder sind ja bei uns jetzt auch immer diese Hotspots in Anführungszeichen. Und wie kann man vernünftige Quarantäne im häuslichen Umfeld machen? Ja, ganz, ganz tolle Frage. Also die eine Frage ist genau die zweite, die Sie stellen. Wie kann man vernünftige Quarantäne im häuslichen Umfeld machen? Also sozusagen das ganz lokale, kleinzellige Isolieren. Wie funktioniert das? Das war uns, als wir uns dieses Modell angeschaut und das einfach nur beschrieben haben, wir hatten da sozusagen die Daten der Flüsse, aber nicht die Daten des kausalen Wirkens, war uns das schon so etwas klar aus so diesen ersten bevölkerungsepidemiologischen Studien, die es gab. Und inzwischen ist das ganz, ganz klar geworden, dass wirklich die Mehrheit der Infektionen so auf ganz engem Raum stattfindet, also in der Familie stattfinden. Wirklich die Mehrheit der Weiterreichungen des Viruses sind innerhalb von Familien. Und da ist natürlich die Familienisolierung kontraproduktiv. Und jetzt müsste man also darüber nachdenken, was kann man noch besser machen, dass die Familienisolierung funktioniert, sodass eben die Ausbreitung
in den Familien zurückgeht. Das ist der eine Weg und absolut etwas, was wir noch mehr lernen müssen. Lüften, waschen von Oberflächen, das ständige Händewaschen, natürlich das Maskentragen in der Familie, also diese die Optimierung der Familienisolierung und dann als alternatives Modell eben eine kurzfristige, 2 Wochen vielleicht im Durchschnitt oder so, also eine kurzfristigere Isolierung außerhalb der Familie mit anderen Menschen, die infiziert sind, als Angebot. Ich denke, es wird wahrscheinlich schwer sein, das sozusagen zum Mandat zu machen, das zu erzwingen. Aber man könnte es anbieten. Mein eigenes Gefühl wäre, wenn ich jetzt Covid-19 hätte und ich würde mit meiner 80-jährigen Mutter leben, ich würde das Angebot annehmen, weil mir diese 2 Wochen sind mir das wert, dass ich die Sicherheit habe, dass ich am Ende nicht eine sehr alte Frau anstecke und damit möglicherweise das Leben meiner Mutter gefährde. Also dieses sozusagen Abwägen, denke ich, ist eine persönliche Entscheidung wahrscheinlich in unserer Gesellschaft. Aber es anzubieten, ist vielleicht nicht dumm. Und man könnte es machen. Ja, man könnte Hotels, die ja auch mehr oder weniger brach liegen in dem Zeitalter der Isolierung, die also soziale Flächen sind, die ungenutzt sind, könnte man zu quasi Covid-19-Hotel machen. Machen, als ein Beispiel. Und auf Staatskosten dürfen Sie ins Hotel und damit ist die Heilung ohne weitere Ansteckungsgefahr. Denn dort sind wirklich nur andere Menschen, die auch Covid-19 haben und dann vielleicht einige professionelle Pflegerinnen und Pfleger. Und man muss ja nicht ins Krankenhaus. Also ich meine, ein Hotel ist ja auch ein Umfeld, in dem man dann mal 2 Wochen seines Lebens verbringen kann. Also es ist ja... Ja, also genau, wo ist das dann und wie teuer und attraktiv ist das? Absolut. Also könnten natürlich auch umgewandelte Basketballstadien sein oder so. Also das muss jetzt kein Luxushotel sein. Vom Funktionieren her würden da auch andere Modelle funktionieren, die dann vielleicht nicht ganz so attraktiv sind wie ein Luxushotel oder auch ein nicht luxuriöses Hotel. Aber ich denke, wir sollten darüber nachdenken, auch als Deutschland und auch in Europa, diese alternativen Isolierungsmodelle zumindest zu erproben und zu sehen, wie die Bevölkerung sie annehmen würde und was wir dadurch erwirken könnten.